Servus und willkommen zu einem neuen Brotback-Video hier in der Kruste und Krume. Wir haben ja schon letztes Mal ein Video gemacht, wo ich mein erstes Video geben durfte und da habe ich ein bisschen vergessen, mich vorzustellen und das würde ich jetzt gerne nachholen. Bin der Tommy, bin eigentlich schon jahrelang in Wien, weil ich dort Architektur mal studiert habe und dann hat so ein schönes Sauerteigbuch mein Leben radikal auf den Kopf gestellt und so bin ich dann in die Bäckerei reingekippt und habe eben dann 1,5 Jahre bei der Bäckerei Schmiedl so meine Grundausbildung absolviert und eben auch die Schmiedl Barbara war schon bei uns in der Kruste und Krume und hat da ihre berühmten Wachauer Laberl gemacht. Und so bin ich eben jetzt seit November vergangenen Jahres hier bei Kruste und Krume fixes Teammitglied und darf euch heute ein hoffentlich super Focaccia-Video mit einem super Typen hinter der Kamera und unserem wahnsinnig tollen Super Typo 1 Tronero Mehl präsentieren. Dann schauen wir uns gleich mal an, was wir da heute in unserem Focaccia drinnen haben. Wir haben da zwei verschiedene Mehle. Unser Hauptbestandteil ist unser Weizenmehl Super von der Tronero Mühle und 20% dieses kleberstarken, etwas helleren Mehles, auch bekannt unter Manitoba Mehl von der Molino Marino Mühle, haben wir hier noch hinzugegeben, um etwas mehr Backvolumen und ein stabileres Klebergerüst zu bekommen. Weitere Zutaten wären dann noch etwas Öl, auch wieder für die Färbung und das Volumen, etwas Frischhefe und Salz. Wir können jetzt noch ein bisschen auf die Mehle genauer drauf eingehen. Wir haben eben zum Großteil dieses Weizenmehl Typo 1 Super drinnen. Von der kleinen Tronero Mühle in der italienischen Piemont ist die beheimatet. Und das Tolle an diesem Mehl ist es, dass das ein sehr, sehr alter Betrieb ist, wo diese wasserbetriebene Mühle seit über 700 Jahren sich dreht und mit einer schonenden Steinvermahlung eben das Mehl ganz fein vermahlen kann. Es wird nicht so hoch erhitzt dadurch. Es ist super aufnahmefähig, es hat einen hohen Mineralstoffgehalt, es bringt einfach ein kräftigeres Aroma und hat trotzdem eine super Kleberstabilität für unser Gebäck. Ich würde sagen, starten wir jetzt mit der Teigherstellung. Ich habe hier noch Wasser und etwas Altbrot, das ich schon mit einem Teil unseres Wassers aufgequollen habe. Altbrot für euch immer zu merken, bringt Saftigkeit ins Brot, bringt Aroma ins Brot und ist natürlich auch super, wenn wir das alte Brot wiederverwerten. Da werden wir jetzt das Altbrot nur mit einem Pürierstab zerkleinern. Das heißt, da ist jetzt unser ganzes Wasser vom Rezept drinnen. Und wir haben ja wieder eine sehr kleine Menge Hefe, das sind in etwa 2 Gramm Hefe. Die Hefe können wir wieder in das Wasser auflösen. Und dann werden wir jetzt heute den Teig mit unserer Kenwood-Maschine herstellen. Das ist ein relativ weicher Teig, darum haben wir hier heute auch dieses etwas breitere Rührwerk, dieses Paddle, was vor allem für weiche Teige super ist. Beim letzten Video haben wir schon gelernt, bei Weizenteigen Salzzugabe kann man immer später machen. Und dann kommt noch unser Mehl dazu und wir starten einmal den Mischvorgang. Mit der minimalsten Stufe starten wir jetzt mal die Küchenmaschine. Wir wollen den Teig jetzt wieder so lange nur vermischen, bis kein Mehl mehr sichtbar ist und dann steht unser Teig wieder zu einer Teigrast, einer sogenannten Autolyse, wo dieses Klebergerüst schon etwas aufquellen kann und sich entfaltet. Gut, das war's schon. Jetzt haben wir 30 Minuten Verschnaufpause. Was machen wir dabei? Trinken wir einen Kaffee? Es geht weiter. Die Teigherstellung. Nach der Teigrast wird jetzt der Teig etwas schneller ausgeknetet. Wir haben vorher mit der minimalen Stufe gearbeitet, jetzt mit der Stufe 1. Das heißt, der Teig wird etwas schneller ausgeknetet, um wirklich einen schönen glatten Weizenteig zu erhalten.
Und nach ein paar Minuten geben wir jetzt da unser Salz hinzu. Weil das Salz jetzt sehr wohl wichtig ist, natürlich Geschmackgeber, aber auch Stabilisierer des Teiges. Natürlich dauert es eine Zeit. Und jetzt können wir das Salz hinzugeben. Du kannst da gerne mal einhalten, Raffi, wenn du Licht kriegst. So. Da sieht man sehr schön, wie dieses breite Paddel, was wir da haben, den Teig, obwohl er sehr weich ist, sehr schön mitnimmt. Ja. Und für einige Minuten, ich würde mal sagen, so 6 bis 8 Minuten, kneten wir den Teig jetzt zu einem glatten Teig aus. Der Teig ist jetzt schon relativ glatt. Ihr könnt da prinzipiell im unteren Viertel eurer Maschine bleiben. Das heißt, wir schalten hier von Stufe 1 auf Stufe 2. Und dann hören wir jetzt auch schon akustisch, dass der Teig so gegen die Kesselwand schlägt. Er wird sich immer mehr in der Mitte so zusammenballen und glatter werden. Das sind schon mal gute Zeichen, dass der Teig Richtung Ausknetung geht. Gut. Und jetzt schauen wir mal in unsere Kenwood-Maschine rein, wie der Teig jetzt ausschaut. Der Teig löst sich schon super schön vom Knethaken, wenn man den jetzt so rausgibt und vielleicht auch einmal so in die Kamera zeigt, ist das ein super elastischer Teig jetzt. Wenn der Teig so ausschaut, können wir davon ausgehen, dass er schön ausgeknetet ist. Man sieht, er ist relativ weich, aber ein weicher Teig heißt auch saftiges Brot. Dann ist unser Teig fertig ausgeknetet, habe ich jetzt hier so eine geölte Teigwanne vorbereitet. Da ist ein bisschen ein Sonnenblumenöl drinnen. Und da legen wir jetzt unseren Teig hinein. Auch hier nochmal zum Vorzeigen mit nassen Händen, wie schön glatt diese Teighaut ist und trotzdem sieht man, wie viel Kronanteil, Schalenanteile da drinnen sind. Super viele. Aber super kleberstabil trotzdem. So, der Teig, der wird jetzt nach einer halben Stunde einmal gedehnt und gefalten. Das kennen wir eh schon. Und danach darf der wieder bei Kühlschranktemperatur über Nacht 12 bis 24 Stunden reifen. Und dann machen wir unser super luftige Focaccia. Der Teig wird jetzt noch einmal gedehnt und gefalten. Das machen wir mit nassen Händen. Zieht man den Teig so in die Höhe, macht es von allen Seiten. Dass man wieder ein schönes ein schönes kompaktes Teigpaket hat. Die Glutenfäden sind wieder auf Spannung und durch das ist er dann am nächsten Tag etwas stabiler, der Teig. Jetzt kommt der Deckel drauf und gute Nacht im Kühlschrank. 12 bis 24 Stunden, morgen geht's weiter. Es geht weiter. Unser Teig hat jetzt eine Kühlschrankruhe hinter sich, diese 12 bis 24 Stunden. Und da schauen wir jetzt einmal rein, wie der jetzt ausschaut. Man sieht schon an der Oberfläche ein paar Blasen,
eine schöne leichte Wölbung, auf jeden Fall auch das Volumen wieder verdoppelt mindestens. Und auch wenn man unten reinschaut, ich weiß nicht, ob wir das raufkriegen, sieht man eine sehr schöne Teigaktivität. Wir werden den jetzt oberflächlich mit einem Hartweizengrieß bestreuen. Da haben wir auch wieder von Molino Marino einen Hartweizengrieß. Ihr könnt auch Weizenmehl verwenden. Ich finde, der Hartweizengrieß macht nochmal so ein bisschen eine etwas interessantere Kruste. Das Ganze einfach schön oben stauben. Und dann mit meiner Teigkarte, die ich noch nicht da habe, machen wir das Ganze. Ah! So, dann lösen wir den Teig mit der Teigkarte raus. Von allen Seiten schön lösen. Dann auch die Arbeitsoberfläche nochmal etwas mit Hartweizengrieß bestauben und dann drehen wir das Ganze um. Der Teig löst sich ideal raus durch das Öl, was drinnen ist. Wir teilen unseren Teig in zwei Stücke. Das machen wir einfach mit der Teigkarte auch. Haben dann zwei so längliche Stränge und haben da jetzt jeweils 600 Gramm Focaccia in etwa. Die werden wir jetzt noch zu Focaccia formen. Wir können den Teig jetzt einmal so ein bisschen in die Breite ziehen und dann bringen wir den auf das Backpapier. Auch das Backpapier können wir leicht mit Grieß stauben, dass da nichts anklebt. Dann legen wir diesen Teigling darüber, ziehen den noch so ein bisschen auf die gewünschte Breite und dann können wir jetzt mit mehligen Händen diese typische Focaccia-Teigstruktur reinarbeiten. Und so ist es eigentlich schon fertig. Was man jetzt klassischerweise noch macht in Italien, ein bisschen Olivenöl ist überall dabei. Das heißt, man beträufelt die ein bisschen mit Olivenöl. Auch diese. Und so typischerweise ist es eben mit frischem Rosmarin dann belegt. Das wäre unsere klassische Focaccia. Ihr könnt natürlich zu Hause, je nachdem was ihr zu Hause habt oder was ihr vorhabt, auch eine ganz andere Version davon machen. Ihr könnt die belegen mit Tomaten, Mozzarella, ihr könnt auch eine süße Focaccia machen mit zum Beispiel Äpfeln und Zimt. Das ist wirklich wie bei einer Pizza, der Rahmen sehr weit. Weiß man nicht so genau, wo dann die Italiener sagen, das geht oder das geht nicht, aber wichtig ist, euch schmeckt es. Und darum backen wir jetzt eine ganz klassisch, nur mit Olivenöl und mit Rosmarin einmal zum Vorzeigen. Genau. Die Teiglinge müssen jetzt noch in etwa 15 bis 20 Minuten entspannen. Wir haben daran gezogen. Wir haben da den Teig einmassiert, um dann einen schönen Ofentrieb zu bekommen, rasten die eben jetzt nochmal. Wir wollen jetzt unsere Focaccia backen. Die sind jetzt, wie vorher erwähnt, ich sage mal zwischen 20 und 30 Minuten gestanden. Kommt natürlich auch sehr auf die Teigreife drauf an. Die sind jetzt nochmal leicht aufgegangen, haben die Spannung abbauen können und jetzt hoffen wir, dass die schön aufgehen im Ofen. Der Ofen, wisst ihr eh schon, den heizt man immer vor. Da haben wir Bleche drinnen, da werden wir jetzt zweimal backen und unten haben wir dann unser Schwadenblech. Wir geben jetzt unsere Focaccia in den Ofen und dann kommt unten eine Kaffeetasse Wasser auf dieses Blech. Wir machen sofort die Tür zu. Wir haben einen perfekten Schwaden. Schwaden ist Wasserdampf, der unsere Teighaut elastisch haltet in den Anfangsminuten. Dadurch geht das Brot sehr schön auf und danach machen wir eine schöne, kräftige Kruste drauf. Focaccia sind fertig und ich finde,
Sie schauen sexy aus. So, dann schauen wir uns einmal an, wie unsere Focaccia geworden ist und schneiden einmal was für die Verkostung auf. Super feine, luftige Porung geworden, gefällt mir gut. Etwas Salz drüber streuen. Und wie sagt man dann da in Italien? Mahlzeit. Ja, und wenn ihr selber Focaccia machen wollt und noch vieles mehr, wir haben einen tollen Focaccia-Kurs, wo wir auch Ciabatta und schöne Hartweizenbrote backen, dann kommt doch gern vorbei zu unserem Focaccia-Kurs. Ich werde mich freuen. Das war wieder ein Kruste und Krume Video. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Das Rezept findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und wenn ihr Fragen zum Rezept habt, dann schreibt uns. Wir bemühen uns, die Fragen zu beantworten, auch wenn es nicht immer gleich geht, weil wir ganz einfach ein kleines Team sind, aber wir melden uns. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns bitte ein Like, einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, das hilft uns wirklich. Ich wünsche euch viel Freude und Erfolg beim Brotbacken. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, Servus aus Wien.